Hallo und herzlich willkommen hier bei UbiTestet. Schön, dass ihr reingeklickt habt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Die Sonne lacht und strahlt unseren Testwagen hier an. Das ist übrigens der Honda Jazz. Und zwar hat der 2023 eine Modellpflege bekommen, eine sehr dezente, aber dennoch auch eine leicht technische Überarbeitung. Deswegen schauen wir ihn uns heute einmal genauer an. Der Honda Jazz war hier schon einmal auf dem Kanal unterwegs, hat da auch dann einen echten Verbrauchsrekord auf unserer Verbrauchsrunde absolviert. Das wird heute wahrscheinlich nicht so unbedingt machbar sein, denn der Honda Jazz hier als Facelift hat es mit verhärteten Bedingungen zu tun. Bedeutet nicht die Sonne, die hier lacht, sondern schlicht und ergreifend, es hat minus 10 Grad aktuell, und das ist natürlich jetzt nicht ganz ideal. Unter dem Blechkleid arbeitet ein Hybridantriebsstrang. Wir haben also einen 1,5 Liter großen Vierzylinder Saugmotor, der zusätzlich von einem Elektromotor unterstützt wird bzw. auch angetrieben wird. Und wir haben eine Systemleistung hier von 90 kW, aber 253 Newtonmeter maximales Drehmoment. Das heißt also, es ist schon genügend Kraft hier vorhanden, um den Kleinwagen hier nach vorne zu beschleunigen. Wie das Ganze dann funktioniert, wie er sich fährt, wie viel Platzverhältnisse oder wie die Platzverhältnisse sind, was er so an Besonderheiten auch bietet und warum dieser Wagen gerade ein völlig unterschätzter Kleinwagen in meinen Augen ist, das werdet ihr heute erfahren, wenn ihr dran bleibt, dem Kanal ein Abo schenkt, das Video liked und mir vor allem am Ende eure Meinung unten in der Kommentarbox hinterlasst, sodass wir dann über den Honda Jazz ein wenig diskutieren können. Und jetzt würde ich sagen, ich steige ein, wir gehen auf Tour. Auf Verbrauchsrunde wie immer 50% Überland, 40% Autobahn vor Max 140, 10% Stadtverkehr. Und dann werden wir sehen, was kann der Vollhybrid heute leisten, hier bei diesen extrem winterlichen Verhältnissen. Also ab ins Auto und los geht's mit diesem Video. Viel Spaß! Optisch halten sich die Änderungen des Honda Jazz Facelift durchaus in Grenzen. Lediglich Fahrer des aktuellen Modells könnten die Änderungen erkennen, denn es gibt einen neuen Kühlergrilleinsatz, eine veränderte Frontschürze und eine veränderte Heckschürze. Neu allerdings im Honda Jazz Programm ist der Advanced Sport, der deutlich dynamischer daherkommt und da auch schon dynamischere Anbauteile mitbringt, zudem eine vergrößerte Rad-Reifen-Kombination. Auf dem Advance-Modell, das wir hier fahren, sind lediglich schöne 16 Zoll Leichtmetallräder aufgezogen. Das Fahrzeug bleibt in seinen Dimensionen sehr überschaubar und vor allem angenehm kompakt. 4,2 Meter Außenlänge, 1,53 Meter Bauraumhöhe und eine Außenbreite von 1,97 Meter mit den kleinen Außenspiegeln. Das sind sehr kompakte Abmessungen. Gerade für einen Kleinwagen bleibt sich der Honda Jazz hier unheimlich treu und das gefällt. Hinter der Heckklappe gibt es einen 304 Liter großen Kofferraum. Das ist eher Durchschnitt, was das Volumen angeht. Viel interessanter wird es eher um die Variabilität. Denn wenn man dann die Rücksitzlehne im Verhältnis 2 Drittel, 1 Drittel umlegt, entsteht eine fast ebene Laderaumfläche. Lediglich eine kleine Stufe ist noch einzuplanen, aber dennoch, damit kann man schon richtig gut zuladen. Wenn man dann auf der Rücksitzbank Platz nimmt, da sieht man allerdings den nächsten Vorteil, den der Honda Jazz mitbringt. Und das sind sehr großzügige Platzverhältnisse. Gerade die Kniefreiheit ist unheimlich gut und fast schon denen einer deutlich größeren Fahrzeugklasse entsprechend. Gute Kopffreiheit dank geradem Dachlinienverlauf. Es gibt Haltegriffe und die Sitzbank ist angenehm straff gepolstert. Die Sitzbank verbirgt dann auch eben ein, oder birgt ein echtes Geheimnis und
eine Offenbarung. Die sogenannten Magic Seats sind nämlich hier verbaut, für die Honda sehr berühmt ist. Bedeutet, dass sich die Sitzfläche im Falle des Umklappens der Rücksitzlehne nach unten faltet. So entsteht eben der flache und fast schon ebene Laderaumboden. Und zum anderen kann man die Sitzfläche auch nach oben klappen. Dann entsteht ein besonderer Stauraum hier hinter den Vordersitzen. Da kann man zum Beispiel ein kleines Fahrrad oder aber auch höhere, größere Topfpflanzen oder Einkäufe beim Baumarkt durchaus sehr gut hier unterbekommen. In der ersten Sitzreihe freuen sich Fahrer und Beifahrer dann über breit ausgeformte Sitze, viel Platz auch im Innenraum. Zudem ist das Fahrzeug extrem sicher. Wir haben hier ein Knie-Airbag, wir haben einen Center-Airbag, der hier zwischen Fahrer und Beifahrer sich aufspannt im Fall der Fälle, um da nochmal das Verletzungsrisiko zu senken. Wir haben zudem eben natürlich die üblichen Fahrer-Beifahrer-Seiten- und Vorhang-Airbags. All das bietet der Honda Jazz ab Werk, genauso wie alle modernen Assistenzsysteme, wie etwa eine aktive Spurhaltung, Abstandsregelung und Tote-Winkel-Überwachung. All das hat der Honda Jazz hier schon ab Werk zu bieten, bereits in der Ausstattungslinie Elegance. Also hier ist der Honda Jazz auf dem aktuellsten Stand der Sicherheitstechnik in jedem Fall angekommen. Zur Sicherheit trägt auch die gute Übersichtlichkeit hierbei, die kommt zustande, da der Armaturenträger angenehm niedrig angeordnet ist. Wir haben eine zweigeteilte A-Säule mit einem Sichtfenster, dann die nach hinten verlagerten Außenspiegel, die hier auf der Tür sitzen. Der Instrumententräger zudem top verarbeitet, auch angenehme Materialien und extrem übersichtlich, zudem auch reduziert in der Schalterflut, dennoch aber genügend haptische Schalter, um hier wirklich eben keinen zu überfordern, der jetzt nicht gerade nach Digitalisierung schreit. Wir haben ein voll digitales Kombi-Instrument mit 7 Zoll Größe, das auch einen hohes Maß an Anzeigemöglichkeiten bietet, also vor allem einen sehr ausgeprägten Bordcomputer mit allerlei Informationen. Auch Energiefluss zum Beispiel lässt sich hier wunderbar anzeigen. Und wir haben ein modernes 9 Zoll großes Infotainment-System, das hier in der Mittelkonsole untergebracht ist. Zudem bietet es modernste Konnektivität mit Apple CarPlay und Android Auto, beides kabellos möglich. Und es bietet auch eine angenehme Sprachsteuerung, die dann eben auch genutzt werden kann. Beim Advance ist dann auch ein Navigationssystem ab Werk bereits serienmäßig verbaut. Unter dem Monitor sitzt dann nicht nur der Warnblinkschalter, der griffgünstig und auch gut erreichbar ist, sondern auch das Bedienelement der Einzonen-Klimaautomatik mit sehr schön fein rastenden haptischen Reglern, die auch sich blindlings bedienen können. Auch die Sitzheizung hat ihre Taste sowohl links als auch rechts vom Bedienfeld. Für die Stromversorgung des Smartphones sind dann zwei USB-A-Anschlüsse hier vorne untergebracht sowie eine 12-Volt-Steckdose. Im Fond können die Smartphones mit USB-C-Buchsen geladen werden. Zudem für Stauraum ist hier auch genügend gesorgt. Es gibt gute Stauraummöglichkeiten in den Türen, aber auch zwei Handschuhfächer, eins oben, eins unten. Und es gibt zwei große Becherhalter hier oben noch in den Armaturentafel integriert. Auch das sorgt dann auch nochmal für genügend Komfort beim länger Reisen. Unter der Motorhaube sitzt immer das gleiche Antriebspaket beim Honda Jazz. Der Vollhybrid, den wir hier haben, bestehend aus einem 1,5 Liter großen Vierzylinder-Saugmotor, der jetzt 7 kW mehr leistet, derer also 79 kW und eine Elektromaschine, die jetzt 10 kW stärker ist und 90 kW in der Leistung bietet, 253 Newtonmeter maximales Drehmoment. Damit beschleunigt der Honda Jazz, der lediglich 1,3 Tonnen leer wiegt, in 9,6 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 laut Werk und die eingetragene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 175 Stundenkilometer. Autobahn ist allerdings nicht so unbedingt das erklärte Einsatzgebiet für den Honda Jazz. Das konnten wir auch beim vorherigen Test schon ermitteln. Das ist weiterhin so geblieben, trotz der Leistungsspritze.
Er fühlt sich eher auf Landstraßen und in der Stadt durchaus wohl. Da bleibt nämlich auch der Antrieb angenehm im Hintergrund. Man hört den Vierzylinder quasi nie, es sei denn, man tritt das Gaspedal dann wirklich voll durch. Dann knurrt der Vierzylinder deutlich, aber auch das ist durchaus vertretbar, wenn man eben nicht gerade die ganze Zeit Autobahn Vmax fährt, dann bleibt eben der Antrieb angenehm im Hintergrund, sorgt aber dann auch dafür, dass eben oftmals auch voll elektrisch eine gewisse Strecke absolviert wird. Die kleine Pufferbatterie hat genügend Power, um hier mal so 1-2 Kilometer elektrische Fahrstrecke zu absolvieren, was auch regelmäßig gelingt. Vor allem eben gerade im Stadt- und Überlandverkehr bleibt der Motor öfter mal aus und das sorgt natürlich dann für eine Effizienz, die wirklich richtig gut ist, aber dazu kommen wir auch gleich noch einmal. Beim Fahrwerk haben die Ingenieure auch einen sehr guten Kompromiss gefunden. Es ist eine Grundstraffheit da, die dafür sorgt, dass das Fahrzeug gut auf der Straße liegt, auch bei Kurvenfahrt. Ansonsten aber auch eine sehr schluckfreudige Federung, die die meisten Unebenheiten sauber wegbügelt und aufnimmt. Lediglich tiefere Frostaufbrüche oder kurze Stöße werden dann eher mal direkter in den Innenraum weitergeleitet. Die Lenkung auch leichtgängig, direkt, aber nur wenig Feedback von der Straße gesegnet. Hier würde ich mir ein bisschen mehr Rückmeldung wünschen. Das wäre vielleicht noch so ein Punkt für das nächste Modell, was man dann so auf die Agenda schreiben könnte. Bevor ich jetzt die nächste Agenda selber schreibe, geht es jetzt zum Fazit. Da gibt es dann die Infos zu Preisen, Verbrauch und natürlich meine persönliche Meinung. Also bis gleich beim Fazit. Der Honda Jazz hat es mal wieder geschafft, die Verbrauchsrunde ist absolviert. Zum Verbrauch kommen wir gleich. Zunächst einmal mal meine Zusammenfassung hier. Der Honda Jazz ist ein unheimlich variables Fahrzeug. Also was da möglich ist und wie die Platzverhältnisse sind auf so kompakten Abmessungen, wie gesagt 4,9 Meter lediglich lang, ist schon beeindruckend. Auch die Qualität des Fahrzeugs beeindruckt, also die Schalterchen und auch sonst die Verarbeitung sehr, sehr gut. Also das braucht sich in keiner Weise mit den Premium-Anbietern hier zurück oder verstecken hinter denen. Ansonsten auch das Fahrwerk sehr schön ausgewogen, der Antriebsstrang ausreichend kräftig, die Mehrleistung merkt man jetzt eher weniger. Das Zusammenspiel Elektromaschine, Verbrenner auch funktioniert sehr gut. Der Honda Jazz fährt sehr häufig voll elektrisch, bedeutet auch, dass das dann eben nachhaltig den Verbrauch senkt. Und der lag bei unserer Verbrauchsrunde hier mit diesen winterlichen Temperaturen bei 4,9 Litern ausgelitert. Damit schaffen wir eben gut 800 oder gut knapp 900 Kilometer eben Reichweite mit dem 40 Liter Kraftstofftank. Das finde ich ebenfalls sehr beeindruckend und auch sehr gut. Allerdings muss man sagen, das Fahrzeug ist definitiv nicht für jemanden gedacht, der jetzt viel Langstrecke damit unterwegs ist, vor allem auf der Autobahn viel unterwegs ist. Da fängt er dann auch deutlich an zu trinken. Aber dennoch muss man sagen, insgesamt macht er einen sehr, sehr guten Eindruck. Beim Preis, okay, er ist eben höheren Preissegment sortiert. Das liegt allerdings natürlich auch am teuren Vollhybridantrieb. Ab 26.800 Euro geht's los. Der Testwagen als Advanced mit der Metallic-Lackierung kommt dann auf 29.740 Euro. Ich finde viel Geld, ja, dennoch, man bekommt hier auch echt viel Auto dafür. Also von dem her in der Relation in meinen Augen dann doch wieder gerechtfertigt. Und ich schätze, wenn ihr mit eurem Honda-Partner redet, dann findet ihr da auch einen guten Deal am Ende des Tages. Drei Ausstattungslinien gibt's: Elegance, Advance und Advance Sport. Den Advance Sport, der hat dann sogar nochmal andere Anbauteile, sieht ein bisschen sportlicher aus und hat auch eine deutlich veränderte oder merklich veränderte Fahrwerksabstimmung hinzu zum sportlichen Fahren. Hier hat man halt dann eher mehr den komfortablen Alltagsbegleiter.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, vergesst den Daumen nach oben nicht, abonniert diesen Kanal, falls nicht schon getan, und schreibt mir vor allem jetzt eure Meinung unten in die Kommentarbox zum Honda Jazz. Und dann lasst uns jetzt gerne diskutieren. Ich bedanke mich fürs Reinklicken, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, sage Tschüss und Servus, euer Ubi.